Hallo, ich bin heute auf Mallorca im Golfclub Son Quint. Wir wärmen uns ein bisschen auf, ich und meine drei Flightpartner. Und einen Punkt möchte ich jetzt erwähnen. Beim Schwingen merkt man manchmal, dass der Schwung nicht rund ist. Der fühlt sich eckig manchmal an. Wenn es dir so geht, dass du viel an Hüfte denkst und dass du trotzdem merkst, dass irgendwie die Hüfte stoppen und durch den Ball ist es einfach nicht weich, dann mach bitte Folgendes. Also ich mache es erstmal schlecht. Ich werde jetzt ganz extrem meine Hüfte einsetzen, so schnell wie ich kann. Dann sieht der Schwung so aus. Okay, so der Ball war okay. Treffen war ein bisschen fett und auf jeden Fall sah das nicht rund aus. So, ich werde jetzt bei diesem Schlag werde ich aussonnen und dann beim Abschwingen werde ich an die Beschleunigung denken, dass das so langsam wie möglich passiert. So, ich werde meine Arme langsam senken, meine Hüfte langsam drehen und dann, während ich runterschwinge, schneller und schneller und schneller alles machen. So, eine leichte Beschleunigung durch den Ball. Und dann sieht es hoffentlich viel besser aus. So, obwohl ich viel langsamer gestartet habe, war der Ball wesentlich weiter. Der Kontakt war viel besser. So, um deinen Schwung schöner zu machen und den Ball Kontakt und Flug konstanter, denk an eine langsame Beschleunigung. Tschüss.